Live aus der Wiener Staatsoper begrüßen wir Sie zum Wiener Opernball 2018. Die Gäste strömen in das Haus am Ring und in der Mittelloge sind Miriam Weichselbraun und Alfons Haider schon fürs erste Interview bereit. Guten Abend, meine Damen und Herren, live hier im ORF und via Dreisat, wo immer Sie uns zuschauen. Wir befinden uns hier in der Mittelloge der Wiener Staatsoper und wir freuen uns auf den 62. Wiener Opernball. Wir werden auch heuer wieder versuchen, Ihnen die besten Interviewpartner zu bringen, die schönsten Bilder des schönsten Ballsaales der Welt frei nach Hause zu liefern. Apropos zu Hause und nach Hause. Wir wissen ja, dass Sie seit langem schon den Opernball auch privat zu Hause feiern, mit wem auch immer. Und das kann man doch der Welt nicht entgehen lassen. Es gibt eine Möglichkeit, wenn Sie uns gestatten, meine Damen und Herren, wenn wir Sie mit WhatsApp besuchen dürfen. Ganz einfach, Sie schicken uns Ihre Fotos, Hashtag Opernball oder Hashtag Hausbesuch, wenn Sie möchten, dass wir live zu Ihnen schalten sollen. Und vielleicht haben Sie schon ein Buffet vorbereitet. Freut uns auch. Ja, das schmeckt dann sicher auch gut und so einem Buffet passt dann nichts besser als der Drink. Vielleicht sogar der Opernball-Drink, originalgetreu, serviert von Österreichs bekanntesten Barmann Roberto. Schönen guten Abend. Wunderschönen guten Abend. Hallo. Schön, hier sein zu dürfen. Wie heißt er denn, der offizielle Opernball-Drink? Dieses Jahr heißt er Glücklich ist, wer vergisst. Oh. Nomen ist Omen, was Nomen ist da drin? Omen. Und drinnen ist ein Maker's Mark Bourbon, ein Old Judge Falernum. Das Ganze wird mit einem Schlumberger Dom aufgegossen. Das ist ein Cuvée aus Pinot Noir und Chardonnay. Und mit ein, zwei Tropfen Orange Bitters abgerundet. Also es ist ein herrliches Getränk und inspiriert hat mich eigentlich die Zeit aus der Fledermaus. Man sagt, die Operette ist quasi der, also Operette ist der Champagner der Musik. Ja, also es fängt auch gleich an zu sprudeln, weil es wird jetzt noch aufgegossen. Ich habe mir das persönlich gewünscht, weil ich finde, das schaut sehr schick aus, wie Sie das machen. Können Sie uns zeigen, wie das dann passiert in der Diskothek beim Wiener Opernball? Natürlich. Ich werde gerne versuchen, das vor der Kamera zu machen. Wie gesagt, wir sind etwas nervös. Ich hoffe, Sie verzeihen. Wir haben vorher schon die Zutaten vorbereitet, geschäkt und das Glas gefüllt. Und das Ganze wird dann mit dem Schlumberger einfach aufgegossen. Also, und das machen Sie bei jedem Gast? Das ist ein Spektakel. Ich muss sagen, allein vom Zuschauen, der wirkt unfassbar, meine Damen. Und Miriam, du schaust doppelt so gut aus wie letztes Jahr. Ich sag's dir. Dankeschön. Übrigens, diese Löffel sind praktisch. Wenn man jemandem nicht zu nahe kommen will, kann man sich so ein bisschen füttern. Es dreht sich alles um die Oper heute hier beim Opernball natürlich. Es gibt Zitate zu allem, was hier passiert. Und ja, auch natürlich zu diesem Drink. Glücklich ist, wer vergisst. Hier kommt ein absoluter Klassiker. Falls Sie das zu Hause nachmachen wollen, dann nehmen Sie vielleicht einfach einen Kochlöffel. Das funktioniert dann sicher auch. Komm. Fress dir vom Löffel. Glücklich ist, wer vergisst. Ja, nur wir müssen uns alles merken, alles wissen. Zum Beispiel die Antworten auf die drei wichtigsten Partyfragen. Kari. Erstens, darf man die Schuhe anlassen? Jawohl, die Lackschuhe. Nur die Damen, die dürfen zu später Stunde ihre High Heels ausziehen und bekommen dann diese formschönen Ballerinas, also Low Heels für den letzten Lamour-Hatscher. Sehr schön, ganz wunderbar. Stimmt, ja. Zweite Frage, und das ist natürlich für den Christoph die zentrale Frage des Abends. Darf man drinnen rauchen? Nein, oder draußen? Nein, nur draußen. Hier zum Beispiel an der Van der Bellen Bar. Ist nicht die Van der Bellen Bar, ist die Hippo Bar. Und das bringt mich sofort zur dritten Frage. Wichtigste Frage, gibt es genug zu trinken? Naja, selbstverständlich. Also Shampoos, Wein, das gute alte Bier. Und hier eben Hippo. Krass. Kari, du weißt alles darüber. Hippokrass ist natürlich ein ganz, ganz toller Begriff und man darf sich jetzt nicht wundern, das ist jetzt nicht irgendein Joint für Nilpferde oder irgendwas Verrücktes. Nein, es ist ein Gewürzwein, den der Christoph jetzt gerade verkostet. Ich bin wahnsinnig gespannt, was du sagst. Es ist ausgezeichnet bei einer Skikurserinnerungen werden wach. So ein Jagertee für die High Society. Ja. Man kann diesen Hüttenzauber auch nachkochen, meine Damen und Herren. Das ist ganz etwas Tolles. Mhm. Und wir baden ja heute so ein bisschen in alkoholischen Opern.
Opernzitaten. Mhm. Und jetzt ist eine ernste Frage. Ja. Hippokras, das kann ich mir nicht vorstellen, dass so etwas wirklich existiert. Zweiter Akt, Rosenkavalier, meine Damen und Herren. Baron Ochs auf Lerchenau ist soeben im Duell leicht verwundet worden und sein Schwiegervater ins B, der Faninal, bietet ihm was zu trinken an, Bier, Wein oder Hippogreif mit Ingwer. Spannend geht's weiter, meine Damen und Herren. Barbara Rett wird Ihnen jetzt in 30 Sekunden erklären, worum es beim Walzer geht. Prost. Prost! Ich bin hier im Orgelsaal, hier klopfen 312 aufgeregte Herzen, nämlich die von 144 Eröffnungspaaren und von 12 Reservepaaren. Es fallen nämlich wirklich immer irgendwelche Debütanten und Debütantinnen um vor lauter Aufregung. Ich habe gestern mit zwei geredet, die es umgekippt hat. Sie haben gesagt, sie haben wirklich nichts gegessen. Wer von euch hat nichts gegessen? Hand aufs Herz, ehrlich aufzeigen. Alle? Alle haben gegessen? Ich hätte noch 3 Müsli-Riegel zu vergeben. Eine noch? Alles, alles Gute. Hier ist Roman Swabek, der Herr. Er ist der Zeremonienmeister des Wiener Opernballs. Er feiert heute seine 10. Eröffnung. Er übt mit den Debütanten. Er organisiert das alles. Roman Swabek, hast du was gegessen? Ich bin etwas vorbereitet und gestärkt, ja. Sehr gut. Lieber Roman, wir versuchen unseren Zuschauerinnen und Zuschauern zu Hause möglichst viel Know-how zu vermitteln. Was ist denn das Wichtigste beim Walzer? Beim Walzer kommt es auf die Haltung an und dass man dreht, 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 dreht. Das ist das Um und Auf, das zeichnet den Wiener Walzer eben aus. Wir haben auch gerätselt, warum gibt es eigentlich einen Links- und einen Rechtswalzer und abenteuerliche Theorien entwickelt, also dass das von den Säbeln der Herren am Hof kommt oder von links und rechtshändig. Was ist die Erklärung? Ja, der Linkswalzer ist halt so der richtig wienerische Tanz, weil es ein bisschen auch schlampig ist mit einem Einkreuzen. Und das ist eben so zum Drehen und Drehen und der billigste Rausch, den man einfach haben kann. Ja. Der Tanzrausch. Na schön, bitte zeig uns das Einkreuzen. Ja, gerne, gerne. Also wir haben ein Vor, ein Seit und dann dreht man sich so gut, dass man automatisch kreuzt. Und dann dreht man sich wieder um und fertig. Also bitte eine kleine Kostprobe. Ja. Walzer, Rumba, Cha-Cha-Cha, was ihr wollt. Wow, schön. Super. Ja, meine Damen und Herren, es wird später noch enger. Wunderschön, danke euch herzlich. Wir haben jetzt eigentlich alles, was man für einen Ball braucht, nur auf die Gäste warten wir noch. Und die Gäste, die nähern sich natürlich schon über den Red Carpet. Es ist eigentlich mehr als ein Teppich, es ist eine rot-weiß-rote Schachtel eine durch Box. Die Gäste. Frédéric Chaslin, Valentina Naforinica, Pavol Breslik, sie werden vokal die Eröffnung gestalten. Roman Lasik, Olga Jesina und Eno Peci, Solistinnen, Solist und Choreograf der Eröffnung. Alice Firenze mit Michael Sosnowski. Joanna Avram mit ihrem Partner Andrei Teterin. Und dahinter nähern sich schon Natascha Mayer, die junge Österreicherin, mit ihrem Partner, ihrem Tanzpartner wohlgemerkt, Gero Wielik. Ihm gehören diese schönen Beine der ersten Solotänzerin, der Maria Jakovleva mit Jakob Pfeifferlik tanzt sie ein, Davide Dato mit Ludmila Konovalova, nein, mit Nina Polakova. Das ist die Konovalova mit dem ersten Solotänzer Denis Cerevicko. Die aber, die schauen nur zu heute bei der Eröffnung, die müssen nicht mittanzen. Weitere Blicke auf den Red Carpet. Red Carpet. Kannst du jemanden erkennen, Kari? Aber ich glaube, es ist recht kalt draußen, aber trotz dieser gestürzten Temperaturen draußen lässt sich Miriam drinnen vom Eisgebot verführen. Ja, bei Verführung, da bin ich mit dabei. Es gibt Eis, es gibt natürlich auch Bekanntes heute Abend hier beim Opernball, aber ich wollte zu meinem Kleid passend, ein bisschen süß. Es gibt drei Scharnitzel heute Abend, drei Eistüten. Und zwar haben wir hier Hänsel und Gretel. Da ist drin Lebkucheneis mit Schokomandelsplittern. Dann gibt es natürlich auch alles zu einer Oper passend. Nabucco aus Nona Net. Nabucco, das ist Nougat-Eis mit einer Meersalzprise, also nur so ein bisschen Salz drüber. Und dann kommen wir natürlich zur Königin der Nacht. Das ist die Maria aus Tirol. Aber das Eis heißt Königin der Nacht. Und da ist drin Schlumberger Sparkling Sorbet mit dunkler Hippe und goldenem
Sternenstaub, so schaut es aus. Königin der Nacht klingt aber auch gut übrigens. Hingehört? Geahnte Talente von Miriam. Ja, das ist jetzt hat sie sich geoutet. Gehört auf die Bühne und nicht in den Ballsaal. Aber wer hat von diesen Herrschaften wirklich Lust auf Eis? Dem ist nicht einmal kalt am Kopf. Unglaublich. Noch ein Ordensträger, ein Ordensmann. Otto Retzer haben wir gerade gesehen. Wer ist Otto Retzer? Otto Retzer ist ein Regisseur, ein Wörthersee-Spezialist. Ich verstehe. Franz Zobel, ja, erkennbar am Bart. Sie mit diesem wunderschönen Klimtkleid. Das nicht die Schauspielerin ist, die im Belvedere jetzt seine Frau, die Klimtmuse verkörpert. Emilie Flöge, Daniel Serafin sehen wir hier. Daniel Serafin. Der, glaube ich, den Opernball in New York organisiert hat, geleitet hat. Künstlerische Leiter, ja, habe ich gehört. Natürlich. Und der Papa ist auch da, aber sie reisen getrennt an. Harald ist da, ein Küsschen in Ehren, damit man sich aufwärmt. Wo ist die Erderwärmung, wenn man sie braucht? Alfons, ja, der hat es drinnen im warmen Gut. Er inhaliert in der Malerbar ein weiteres Schnitzelfleisch gewordenes Operettenzitat. Ja, meine Lieben, es gibt ja viele Möglichkeiten, am Opernball wirklich satt zu werden. Man muss sich's nur leisten können. Ich bin jetzt nicht unverschämt, meine Damen und Herren, also nicht so leisten, sondern kalorienmäßig leisten. Traditionell gibt's auf den Wiener Bällen immer das wunderbare Schnitzel-Semmel, aber das geht natürlich bitte am Opernball nicht. Das heißt dann hier eine gebackene Fledermaus. Das hat jetzt wieder nichts mit Hollywood zu tun und einem Batman-Schnitzel, wiewohl so manch Schnitzel schon manche Nacht auch retten hätte können. Also, diese gebackene Fledermaus ist eine wirkliche alte Wiener Spezialität. Es ist ein Stück aus dem Kreuz eines Tieres, in dem Fall aus dem Schwein, und sieht heute halt zufällig aus wie eine Fledermaus. Man darf es ja nicht klopfen, weil sonst wird die Fledermaus ein Flughund, das geht überhaupt nicht. Man darf es nur panieren und dann herausbacken. Und so wird es dann eine gebackene Fledermaus zu Hause als ein Schnitzel. Kostet hier nur 8,90. Was man mir Jahrzehnte verboten hat, ist, dass ich live am Opernball esse. Das Einzige, was mich jetzt nur stört, ist, dass ich ganz alleine bin. Denn in Wirklichkeit wäre ich gerne mit Gästen hier. Also eigentlich müsste ich jetzt sagen, ich lade gern mir Gäste ein. Sehr gut. Sehr gut. Das ist natürlich ein weiteres berühmtes Stück aus der Fledermaus. Die Arie des Prinzen Orlowski. Ich lade gern mehr Gäste ein. Und die Gäste, sie strömen herein über den Red Carpet. Heiner Lauterbach. Jawohl. DJ Ötzi ohne das First Couple. Was ist passiert? Das verstehe ich jetzt überhaupt nicht. Man erkennt nicht. Ihn nicht. Du hast ihn sogar von hinten erkannt ohne Couple. Karl, ja. Du bist ein echter Experte. Ja. Heiner Lauterbach, war das seine Frau? Ja, Karl Schranz, links im Eck. Ein alter Opernball-Veteran, das kann man ruhig so sagen. Heiner Lauterbach wird später natürlich, wie so viele Künstlerinnen, Künstler, Prominente, die wir jetzt sehen, auch noch im Interview erscheinen, bei Alfons und Miriam und Barbara natürlich. Ja, da tut sich's schon ziemlich. Und Lisbeth Bischof hat sofort Karl Schranz gefangen, interviewt ihn. Die Designerin Lena Hoschek hat für den Ball eine sehr persönliche Erinnerung beigesteuert. Im Interview mit Miriam wird sie gleich mehr verraten. Ja, ich bin gespannt. Ja, hören Sie das? Sie hören nichts, gell? Ist nämlich ein Flüsterfächer, wenn es mal heiß zugeht beim Opernball. Und das ist ganz schön oft der Fall. Designt wurde dieser Fächer von der bekanntesten Designerin Österreichs, Lena Hoschek. Ich freue mich sehr, alle Jahre wieder beim Opernball. Danke fürs Kommen. Hi, schönen Abend. Was ist die Geschichte hinter diesem Design? Ich habe gehört, das ist durchaus ein persönlicher Bezug. Also das Motto, also eines der vielen verschiedenen Opernmottos, auf die Maria Großbauer Bezug nehmen wollte, war La Nozze di Figaro. Und ich wollte aber nicht die Farbe Rot wählen, sondern eigentlich Pastelltöne. Mhm. Wir haben selber bei unserer Hochzeit auch ähnliche Blumen gewählt und ich habe auch immer, wie soll ich sagen, ich greife immer auf altmodische Drucker und Stiche zurück, wenn wir die Einladungskarten machen. Also wir haben sehr viele schöne Designs schon gemacht mit Blumen, eben auch unter anderem für unsere Hochzeitseinladung. Und als ich dann den Auftrag
Auftrag bekommen habe, den Fächer zu entwerfen, habe ich dann auch zum Teil auf diese Blumen zurückgegriffen. Es sind ja auch zeitlos schöne Motive. Ich bin ja auch sehr verliebt. Ich war kürzlich überrascht und habe mich sehr gefreut, weil es gab einen Pop-up-Shop von dir in London. Ja. Was sind die nächsten Ziele? Die Weltherrschaft? Das habe ich vor 10 Jahren schon gesagt. Also wir sind ganz schön langsam dabei, die Welt zu erobern. Unter anderem eben auch London. Wir haben jetzt gerade den nächsten Pop-up-Store geplant, der wird im Hearst Tower stattfinden. Und ja, wir arbeiten uns da einfach so vor. Dann drücke ich die Daumen und wünsche eine wunderschöne Ballnacht. Lena Horschek hier bei uns. Darf ich was sagen? Natürlich. Ich finde es ganz toll, wie die Medien eigentlich über die österreichischen Modemacher berichten, auch gerade anlässlich auch zum Opernball. Weil ich finde, dass sich österreichische Designer alles sehr hart erarbeitet haben, was sie geschafft haben bisher. Das gilt nicht nur für mich, das gilt auch für alle anderen. Und ich finde eigentlich ist die Krönung, dass sehr viel Prominenz am Red Carpet in österreichischen Kleidern erscheint. Das finde ich toll. Dankeschön. Ja, wir sind ja schon gespannt auf Ihre Opernballfotos, aber Bürgermeister Häupl, sein letzter Ball als Bürgermeister, aber hoffentlich nicht sein letzter Opernball. Nein, er wird vielleicht auch noch weiter den Opernball besuchen, wer weiß es oder eben nicht. Ja, hallo, hier sind wir. Wir haben schon einige Bilder von Feiernden zu Hause. Ja, mehr noch, wir sind live zu Hause. Bitte, das ist ja ein wunderschönes Bild natürlich, sehr symbolkräftig. Shampoos mit, was mit der Katz? Nein. Das ist nicht fair. Die ignoriert das finde ich wirklich. Daniela Koch, eine ganz gemeine Katze. Dabei schauen uns tausende die Haustiere heißt, zu normalerweise. Daniela Koch. Aber die schaut Haustiere sind große nicht Fans. Fair. Bitte, ein weiteres Haustier. Ingrid Gogel. Normalerweise steht der Mann da drunter, hat einen Rosé, trinkt sie da. Und auch. Das Herz gehört uns, Kari, glaubst du? Wir feiern mit Püree, Kathi Doppelbauer. Unser Motto seit vielen, vielen Jahren. Eine Frau mit unser Geschmack und das Gesöchte. Ja, was kriegen herrlich, wir eigentlich herrlich, dazu herrlich. Essen? Haben wir schon? Oh, Putzi. Ekilaf, I wanna go to Opernball. Anne. Gott, das ist natürlich rührend. Aber auch das Haustier abgewendet, siehst du? Das finde ich auch ein bisschen, das finde ich nicht okay. Hat den Hasen extra weggelegt, der zuschauen wollte, das weiß ich. Und sie aber hat bitte. Ein Krönchen man kann nicht alles haben. Meine Damen und Herren, und Sie wissen ja, man kann nicht nur Fotos schicken, es gibt auch die Möglichkeit, Hashtag Hausbesuch, dass wir direkt zu Ihnen nach Hause schalten. Und ich glaube, es ist soweit, ich spreche jetzt mit etwas Glück, die Technik macht es möglich. Mit etwas Klick wirst du gleich sprechen. Corinna und Jojo, Johannes Klick, wie geht's euch? Grüß Gott. Ja, ihr feiert da schon ein Kind. Ihr habt das arme Kind gezwungen, aufzubleiben und den Opernball anzuschauen. Wer ist das? Das ist der Dalli Klick oder wie heißt der Pur? Das ist der kleine Zeno Klick. Zeno Klick, sehr schön. Hallo, schau, sag mal hallo. Ja. Sag hallo, Opernball. Ja, er hätte schon schlafen sollen, das war nicht so gut getan. Aber ich freue mich, dass Sie so wunderbar feiern. Eine ganz kleine modische Sache. Bitte nächstes Jahr, der Mann links im Bild, den Sie gerade verstecken, hat einen Smoking an. Und wenn das die Maria Großbauer sehen würde, Gnade Gott. Was gibt's zu trinken? Was gibt's zu trinken? Was gibt's zu trinken? Es gibt Champagner und zu viel offenbar. Rotwein. Nein. Brötchen, die schon aufgegessen wurden. Herrlich. Gleich oxidiert. Ja. Haltet durch, liebe Familie Klick. Dankeschön. Alles Gute. Wiederschauen. Weiter feiern. Nicht zu viel trinken. Ja, danke. Ich habe, Kari, hier auch etwas Lehrreiches. Bitte schön, einen Ziegel mit Namen Macht der Bilder. Eine reich bebilderte ORF-Geschichte, wo wir auch vorkommen, ich muss es sagen, wir der Opernball. Zwei Kommentatoren, Urgesteine haben auch was geschrieben, ganz, ganz Tolles. Ja, wir freuen uns auch, dass wir was Uriges zu essen bekommen. Ja. Bitte schön, Kari, Hashtag Leberkäse. Schau das es an. Gibt gleich 3 Leberkässorten hier und ich habe es mir genau aufgeschrieben. Trüffelchili und Achtung, festhalten, Käse, Leberkäse. Was ist dein Favorite? Das ist ein wirklich grauslicher Anblick. Ich brauche jetzt etwas Schönes und da gibt es nur einen. Alfons, bitte melden. Zum Thema schön kann ich euch beiden helfen, nämlich doppelt schön. Wir sind hier im sogenannten Einsingraum der Wiener Staatsoper. Alles Gold, alles glänzt, aber noch viel schöner ist die international bekannte und anerkannte Bühnendesignerin Agnes Hasung. Guten Abend. Guten Abend. Darf ich einmal mit Ihnen springen ins letzte Jahr? Vielleicht erinnern Sie sich an die berühmte Wolfsschlucht aus der Oper Freischütz. Wie kommt so ein zärtlich hübsches Wesen auf so düstere Gedanken?
Naja, das liegt im Thema an sich begründet. Das ist aus dem Freischütz die Wolfsschlucht. Das heißt, wir haben versucht, einen mystischen, düsteren Wald zu machen mit vielen Bäumen, mit Efeu, mit Ranken, auch mit heurigen Separees und ein paar ausgestopften Tieren. Ich wollte gerade sagen, als Tierschützer muss ich jetzt sofort die Frage stellen, ist das Plastik oder waren die echt? Naja, zum Teil Plastik und zum Teil sind es tatsächlich ausgestopfte Tiere gewesen. Die sind aber alle verunfallt, also sie wurden nicht getötet. Selbstverständlich, also, natürlich, ja. Am Weg zum Opernball verunfallt. Sind Sie so eher der natürliche Typ oder sind Sie so der Goldene? Typ. Ich würde sagen, privat der natürliche Typ, aber ich finde, für den Opernball kann es dann auch mal ein bisschen mehr sein und dann darf man durchaus auch in die Vollen gehen, ja. Wir stehen hier in König Midas Schatzkästchen. Das ist eigentlich ganz etwas anderes als letztes Jahr, wie wir auch schon gesehen haben. Können Sie mir helfen, warum müssen wir Männer, weil Sie sagen, hauen wir mal auf den Putz, warum müssen wir immer wie Pinguine herumlaufen? Sind Sie für Farbe am Opernball beim Mann? Ja, also ich finde, dafür könnte ich mich durchaus erwärmen. Vielleicht wäre das ein Projekt dann schon fürs nächste Jahr. Na, da starten wir doch schon ein Projekt fürs nächste Jahr, meine Damen und Herren. Hashtag dürfen Männer auch im bunten Frack auftreten. Vielleicht machen Sie dann auch wirklich mit. Letzte Frage habe ich auch noch an Sie. Ja, das gehört dazu, wir sind live. Die Miriam hat eine kleine Tochter, die ist so verliebt in Cinderella. Kann man sie auch privat buchen? Würden Sie so ein Cinderella-Schloss zaubern? Ja, warum nicht? Also dafür wäre ich auch zu haben. Vielleicht auch mal ein Raumschiff oder eine Ritterburg für ein Mädchen. Auch durchaus möglich, ja. Und wenn Sie glauben, dass wir hier keine Melodie dazu gefunden haben, dann Dankeschön, liebe Frau Einsing. Und später, dann schalten wir zu Liebe der Danae und Goldregen. Danke. Ja, Susanne Ries-Passa mit ihrem Gio Hahn. Das soll die Abkürzung für Giovanni sein. Auch ein Opernzitat natürlich, der goldene Hahn. Ja, und hier der Regierungssprecher, aber es geht Schlag auf Lansky Schlag. Lansky Tiefenthal, jetzt ist sie beströmen. Peter Lansky Tiefenthal, da eine Tanzlegende. Und wen sehen wir hier? Liebe der Danae, eine nicht so wahnsinnig populäre Oper von Richard Strauss. Warum? Zum letzten Mal zum Beispiel an der Staatsoper 1952, da stammt sie noch gar nicht. Okay. Da war diesen das Mann kennen wir. Darin. Michael Häupl. Michael Häupl natürlich. Den Gary Kessler haben wir inzwischen einziehen gesehen. Erstaunlich leer. Die ja, Bundesminister Blümel. Sehr hübschen Begleitung. Kanzleramtsminister ist er, glaube so ich. So ist das. Kanzleramtsminister und ein Ballkönig. Das ist, glaube ich, der 9. Ball, den er besucht. Jetzt hat er die hübsche Begleitung beinahe vergessen. Ja. Ja, noch ein Opernzitat. Violetta ist nicht nur die Hauptfigur in Verdis Traviata, sondern auch, Cari, eine Erdäpfelsorte. Opern- und Operettenzitate, wohin man schaut, auch in der Crystal Bar, benannt nach der Crystal von der Post. Ja, genau. Wir kosten uns übrigens für Sie zu Hause hier durch die Speise- und Getränkekarte des Wiener Opernballs. Barbara, das schaut spannend aus. Was ist das? Zuerst muss ich dir ein Kompliment machen. Deine Königin der Nacht war sensationell. Du wirst wahrscheinlich sofort an die Staatsoper engagiert werden. Das hoffe ich. Damit rechnest du. Ja. Man ist immer positiv. Ich habe einen sogenannten Apple Strudel Sparkler. Ehrlich gesagt, es schmeckt ein bisschen nach Apfelsaft gespritzt mit ein bisschen was drin. Bin aber nicht kompetent. Mir machst du mit einem kleinen Bier eine größere Freude. Verstehe. Was hast ich habe hier einen Blueberry Basil Sparkler. Da ist drin Blueberry Wodka mit Rosé-Sekt und dann wird das garniert mit Heidelbeeren, also mit Blaubeeren und Basilikum. Also ich weiß es noch nicht genau, ich habe es noch nicht probiert. Alfons, dein schaut sehr schön aus, ja, finde ich. Ich habe den Sissi-Sparkler, ganz leicht zu erkennen. Sissi liebte ja kandierte Veilchenblätter, deshalb ist das auch Veilchen, so Veilchen. Das ist ein Veilchenlikör, es ist ein bisschen Eis, es ist ein bisschen Sekt drauf. Ja, und dazu gehören natürlich auch diese wunderbaren Veilchen-Erdäpfel. Sissi-Chips. Genau, wie wir sagen, oder Kartoffeln, ne, damit es alle verstehen. Ja, also das miteinander ist wirklich eine Reminiszenz an die Kaiserin von Österreich. Leicht zu erkennen. Ja. Alle diese Genüsse haben natürlich auch ein Opernzitat. Sie sind einem ganz großen Genießer unter den Opernkomponisten gewidmet, nämlich Gioachino Rossini. Er hat genial komponiert, leider sehr früh aufgehört und sich dann wirklich nur mehr mit Essen und Kochen beschäftigt. Und ich mache jetzt Schnipp, denn seine Melodien sind unsterblich. Ja, jetzt sind wir wirklich kulinarisch verwöhnt worden. Und jetzt können wir uns auch zurücklehnen und den künstlerischen Teil dieses Abends genießen. In wenigen Momenten kommt der Bundespräsident hier in die Wiener Staatsoper und dann freuen wir uns auf die glanzvolle Eröffnung des 62. Wiener Opernballs. Das sind die Momente, wo wirklich hinter den Kulissen die Nerven blank liegen. Es heißt ganz speziell Daumen halten für Valentina Nafornica, die ganz kurzfristig eingesprungen ist, für die leider erkrankte Daniela Falli.
Alfons, ich glaube, wir fühlen mit beiden Damen mit. Natürlich, das heißt auf Deutsch. Ja, wir wünschen gute Besserung. Daniela Falli wird heute die Schnupfen-Arie singen oder so. Gute Besserung. Aber ich bin überzeugt, dass sie zu Hause zuschaut und allen die Daumen hält. Wir freuen uns auch auf diese großartige feierliche Eröffnung der Künstlerinnen. Und ich freue mich auch an dieser Stelle, oder wir freuen uns auf Sie zu Hause. Nicht vergessen, Hashtag Opernball oder Hashtag Hausbesuch, falls wir sogar zu Ihnen nach Hause schalten dürfen. Bis gleich. Also alles Sparkler in der Crystal Bar. Ja. Der Red Carpet leert sich schon. Ja, jetzt ist eigentlich ein gutes Zeichen, das heißt, die meisten Menschen sind bereits im Saal. Wir sehen links die Fanfarenbläser, die auf die Ankunft des Bundespräsidenten warten, um ihm ein kleines Ständchen zu bringen. Und ja, das ist, da ja, stehen sie, da stehen sie jetzt ganz groß. Sehr locker. Und wie die Miriam gesagt hat, der Bundespräsident wird in wenigen Augenblicken seinem Auto entsteigen. Aber da werden wir natürlich live dabei sein. Bleiben Sie dran, in wenigen Minuten geht es weiter mit der feierlichen Eröffnung des Wiener Opernballs 2018. Natürlich live. Bis später.